Hey Leute, was geht? Euer Wizard am Start. Und heute gibt es ein ganz entspanntes Video. Ich zeige euch nämlich heute meine Ausrüstung, die ich schon habe. Und das Besondere, ein Unboxing, was ich mir auch gegönnt habe. Und yo, also gehen wir mal eine Roomtour machen. Yeah! Komm mal, Schnittdaddy. Komm mal raus. Oder nicht? Es geht weiter. Da ist mein Licht einmal. Davon habe ich zwei. Das ist da auf dem Sitzsack liegt das da. Da habe ich mein Whiteboard und meine 30-Tages-Challenge. Whiteboard. Hier ist meine Bearbeitungsstation. Okay. Was und. Also das, was ich euch zeigt, habe ich noch irgendwas Cooles. Da ist ein Laptop, da ist mein Bücherkasten quasi. Da mache ich vielleicht wieder Videos mit dem Hintergrund, aber ich habe jetzt was Besseres als das fast. Auf jeden Fall, da ist mein Tiger, mein Einhorn. Okay, jetzt sind wir alle entspannt. Da ist mein Stativ. Okay. Also, liebe Leute. Ich nehme jetzt noch einen Schluck von meinem. Jetzt habe ich ein bisschen gespuckt. Schlückchen von meinem Water. Ein kleiner Hit. Ich hole dabei das Messer. Weil wir packen jetzt was Neues aus. Was Neues. Also, ich hoffe, es geht euch gut im neuen Jahr. Alles cool bei euch. Schreibt es in die Kommentare, wie euer Weihnachten und so war. Habt schöne Geschenke bekommen und so. Alles gut. Hallo! Okay. Dann machen wir da mal auf. Ihr könnt es grundsätzlich einmal in die Kommentare schreiben, wie es euch so geht im neuen Jahr. Habt coole Sachen erlebt schon. Ich finde, das Jahr 21 ist aber richtig gechillt. Einfach komplett entspannt. Tiefenentspannt sogar. Richtig geil. Und es wird noch geiler, weil ich bin ja einer, der sich impfen lässt. Da, also nicht da in den Arm rein. Und jo, wenn ich geimpft bin, gibt es wieder Reisevlogs. Und in dem Frühling, Sommer wird es viele Reisevlogs geben. Aber zuerst bin ich halt. Ach, Digga, es geht mal. Am Senkel, zuerst bin ich am 18. Jänner, eineinhalb Wochen in Mauer und mache die Tagesklinik, ambulante Therapie. Und dann, wenn ich zurück bin, dann warte ich eigentlich nur mehr auf die Impfung und dann geht's richtig los mit Party. ja, Reisen, aber Party gehört jetzt zu Reisen dazu, also passt das schon. Machen wir weiter auf. Oh, da sieht man schon von wem das ist. Das ist übrigens keine Werbung. Keine Werbung hier. Da ist der White Screen. Das ist einfach ein weißes Tuch. Da ist mein. Ah, fuck, die Klammer. Ah, Klammern! Klammern! Auf jeden Fall, da ist das Stativ drinnen. Da habe ich dann noch ein Black Screen. Kann man auch super machen zum Fotoshooten. Und da ist ein Green Screen. Und das sind halt die Befestigungsklammern. Okay. Jetzt habe ich Roomtour kurze. Also. Da wird nächste Woche werde ich das vielleicht fürs Montag-Video wahrscheinlich ausprobieren. Wahrscheinlich werde ich das jetzt am Wochenende ausprobieren. You can contact us in the following ways. Ich will euch nicht kontaktieren. Ich will nicht. Okay. Warum bin ich so schlecht beleuchtet? Okay. Ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Montag geht's weiter mit Schizotalk. Ich glaub sogar, wie ich obdachlos in Deutschland war. Aber mal gucken, ob ich das jetzt schon nehme oder. Ich meine, es gibt noch viel mehr Geschichten. Aber die in Deutschland ist eine ganz besondere. Da ist richtig. Das war auch scheiße, gell? Okay, liebe Leute, alles cool.
Ich habe euch kurz einen Einblick in mein Room gegeben, wo ich die meisten Videos mache, außer wenn dann wieder Zeit zum Rausgehen ist. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch ein entspanntes Wochenende, ein tiefenentspanntes Wochenende. Ich bleibt gesund und schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr Probleme habt oder irgendwas mit Schizophrenie ist oder ihr etwas über mich wissen wollt oder ist es wurscht, ich mache noch viele Videos. Ich bin ja erst am Anfang, liebe Freunde. Auf jeden Fall, lasst ein Abo, Like und einen Kommentar da, wenn es euch bockt, würde mich freuen. Und jo, das war's mit mir. Peace out.